Grüezi, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dr. Manfred Döpp und ich lebe und arbeite in der nordöstlichen Schweiz in der Nähe von St. Gallen. Stamme aber ursprünglich aus Deutschland und war in Deutschland früher einmal Schulmediziner. Aber die Schulmedizin habe ich hinter mir gelassen und mich der wichtigeren und für mein Gefühl auch erfolgreicheren, weil nebenwirkungsarmen oder gar nebenwirkungsfreien Naturheilkunde zugewendet. Und schon seit etwa 25 Jahren betreibe ich Komplementärmedizin. In der Komplementärmedizin kommt es immer wieder dazu, dass chronische Krankheiten zu behandeln sind. Wir kennen sie inzwischen. Es gibt solche, die zum Tode führen, aber eine ganze Weile chronisch sind, bis das der Fall ist, wie etwa Krebs. Und wir können die chronischen Krankheiten, die langzeitig andauern, ohne direkt zum Tode zu führen. Also ein Siechtum, kann man sagen. Und die typischste dieser chronischen Krankheiten ist Rheuma in all seinen Variationen. Rheuma als rheumatoide Arthritis, relativ akut, als primär chronische Polyarthritis, primär chronisch. Wir hören schon das Wort Arthritis, also Gelenkentzündung. Diese Gelenkentzündungen sind aber im Gegensatz zu vielen anderen Entzündungen nicht bakteriell bedingt, nicht erregerbedingt, bis auf wenige Ausnahmen, sondern es sind Autoaggressionskrankheiten. Zum Beispiel das Bindegewebsrheuma, das auch immer wichtiger wird, die Fibromyalgie. Der Körper greift Moleküle im Bindegewebe an, in der Matrix, im Mesenchym, wie man so schön sagt. Etwa kollagene Fasern greift er an. Wir kennen das Wort Kollagen ja inzwischen aus der Kosmetik. Es gibt viele Cremes mit Kollagen oder Kollagen wird auch getrunken. Es wird unter die Haut gespritzt. Dann gibt es noch das Elastin oder das Hyaluron. Alles Bestandteile von A, Bindegewebe, B, Gelenken. Und da vor allen Dingen dem Gelenkknorpel. Und die Gelenkknorpel-Autoaggressionen nehmen eben andauernd zu. Das Immunsystem ist dann nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen Fremdmolekülen, die es angreifen sollte, sinnvollerweise, und körpereigenen Molekülen, die es nicht angreifen sollte, die es aber dennoch angreift. Ich sage dazu immer, das Immunsystem oder die Abwehr ist auf Abwägen. Es gibt die beiden berühmten Abwege, die Allergien und die Autoaggressionen. Die gehen oft miteinander einher. Allergien, speziell im Dünndarm, und Autoaggressionen zahlenmäßig bevorzugt, was die Gelenke angeht. Aber im Prinzip sind die Autoaggressionen inzwischen derart weit verbreitet, dass es kaum noch einen Stoff gibt, gegen den der Körper nicht vorgehen möchte, wenn das Immunsystem einmal auf Abwege geraten ist. Was hat das jetzt mit EAW zu tun? E steht für Eierschalenmembrane, A steht für Ackerschachtelhalm und W steht für Weihrauch. Drei wunderbare Ausgangssubstanzen, die hier drin sind. Wo sind diese Eierschalenmembranen? Wenn wir ein Ei kochen und dann vorsichtig schälen, kommen wir, bevor wir ins Eiweiß vorstoßen, auf eine dünne Membran, vielleicht Mikrometer dick.
Und diese Membran entfernen wir normalerweise, weil wir denken, die wollen wir nicht. Aber diese Membran ist phänomenal in ihrer Zusammensetzung. Denn die Inhaltsstoffe dieser Eierschalenmembranen enthalten eben die genannten Stoffe wie etwa Hyaluron und Kollagen und Elastin. Und darüber hinaus noch Chondroitin und Glucosamin in Form der Sulfate. Und wenn wir jetzt vergleichen die Zusammensetzung des Knorpels, auch des Bindegewebes, und die Zusammensetzung dieser Eierschalenmembran, sehen wir, die sind praktisch identisch. Wenn wir also den Knorpel wieder aufbauen wollen, wenn wir ihm alles das geben wollen, was er braucht, dann sind diese Membranen ideal geeignet. Zweitens, Ackerschachtelhalm, Zinnkraut, ein Gewächs aus dem Tertiär, also existiert auf der Erde seit Millionen von Jahren, sieht auch so exotisch aus, ähnelt ja keiner anderen Pflanze. Und dieses Zinnkraut wurde früher verwendet, um Zinngeschirr zu waschen. Deshalb heißt es so. Denn darin ist Silicea, Kieselsäure, Kieselgel. Und damit kann man nicht nur Geschirr säubern, sondern man kann damit auch die Anteile des Körpers aufbauen, die dem Körper seine Struktur geben. Also die Struktur im Bindegewebe, die Struktur im Knochen, die Struktur im Knorpel benötigen Silicea, Kieselgel. Und das fügen wir zu mit Acker-Schachtelhalm-Extrakt. Und dann der Weihrauch. Zu Weihrauch kann man ja stundenlang erzählen. Es gab früher die Weihrauchstraße vom Oman, Südarabien, über das Wadi Hadramaut, über Jemen, über Mekka, Medina, Petra, nach Akko und von Akko aus mit dem Schiff nach Rom. Das römische Imperium hat pro Jahr einige zigtausend Tonnen Weihrauch verbraucht. Und die Städte entlang dieser Weihrauchstraße wurden alle reich. Wir kennen ja Mekka heute noch. Denn der beste Weihrauch kommt aus dem Oman. Denn im Oman gibt es ein Tal, wo rundherum Wüste ist und das Tal ist fruchtbar. Dort regnet es ab und zu. Und das ist ideal, überwiegend trocken, ab und zu Regen. Das lieben die Weihrauchbäume. Und dann kann man zweimal im Jahr die Rinde anritzen und es kommt heraus tropfenweise das Weihrauchharz. Dieses trocknet dann an der Luft und das ist bereits das, was hier drin ist. Boswellia sacra, der heilige Weihrauch. Wenn die katholische Kirche Geld genug hat, nimmt sie immer heiligen Weihrauch, weil es ist der beste. Nur in schlechten Zeiten kommt dann auch mal billigerer Weihrauch zum Tragen. Weihrauch ist wirklich ein Wundermittel. Und ich habe in vielen Vorträgen schon gesagt, warum Jesus zur Geburt Weihrauch, Myrrhe und Gold bekam, weil dies nicht für ihn wichtig war, vor 2000 Jahren, er war ja gesund, sondern es ist für unsere heutige Zeit wichtig, was er damals bekam. Und der Weihrauch ist von diesen drei Stoffen das Wichtigste. Weihrauch ist das beste natürliche Anti-Autoaggressivum. Das beste natürliche Mittel gegen Autoaggressionen, also wie etwa Rheuma, Arthritis. Und wenn die Schulmedizin sich gezwungen sieht, Cortison einzusetzen, dann setzen wir Weihrauch ein. Weihrauch hat keine Nebenwirkungen. Man wird vielleicht, wenn man zu viel nimmt, ein wenig müde, aber
ausgeglichen, harmonisch. Das Beste, was die katholische Kirche auszeichnet, ist ihr Weihrauch. Da macht sie nichts falsch, im Gegensatz zu manchem anderen. Also, EAW ist ein wunderbares Mittel gegen alle Abwege des Immunsystems, vor allen Dingen eben, was die Gelenke angeht, aber nicht nur. Es gibt viele weitere Autoaggressionen mittlerweile. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.